Vor 3 Jahren haben wir die Decepticons zuletzt gesehen. Trotz allem sind uns Megatron und seine Armee immer wieder entwischt. Manche unserer Verbündeten glauben, dass die Decepticons geschlagen von der Erde flogen. Ich wünschte, das wäre wahr. Sie sind noch hier. Versteckt. Wartend. Wachsam. Wir vermuten, dass die Decepticons unsere Kommunikation mit Ness überwacht haben. Wheeljack hat mehrere Übertragungen abgefangen, die zu einer sowjetischen Relaisstation hier gesendet wurden. Wir konnten nicht feststellen, wohin. Ich will, dass du die Relaisstation nördlich des Dorfes untersuchst. Salzwald und ich werden landen und die Städte durchsuchen. Autobots! Überprüft, ob euer Tarnmodus funktioniert. Durch eure Tarnfähigkeit könnt ihr euch freier bewegen. Außerdem sind die Waffen stärker. Fahrzeugmodus, seid ihr am schnellsten. Optimus, ihr Sideswipe. Empfange keine menschliche Aktivität in dieser Stadt. Laut Major Reynolds haben die Sowjets diese Dörfer am Ende des Kalten Krieges verlassen. Seid vorsichtig. Jedes einzelne wäre das perfekte Versteck für die Decepticons. Und was, wenn wir den Decepticon-Transmitter finden? Wheeljacks Virus hochladen. Es überschreibt den Übertragungscode und wir können die Decepticons überwachen. Bumblebee, unsere Scans zeigen Bewegung an. Mehrere Feinde nähern sich schnell der Satellitenbasis. Könnten Decepticons sein. Du musst die Basis vor ihnen erreichen. Vorsicht, Bumblebee. Laut deiner Anzeige ist die Station noch aktiv. Das ist ein Decepticon-Signal. Finde einen Eingang und begib dich in die Relaisstation. Keine Bewegung mehr. Platziere dieses Virus, aber sei vorsichtig. Jetzt weg, bevor sie dich finden.
Autobot, zerstört ihn! Ein Decepticon will fliehen! Bumblebee, hier ist Sideswipe. Bin hinter dem Burschen her, der dich angegriffen hat. Aber meine Sensoren zeigen noch mehr an. Autobots, kein Decepticon darf uns entkommen. Wenn nur einer flieht, erfährt Megatron von dem Virus. Dann müssen wir sie wohl alle erledigen. Sender. Sideswipe und ich schaffen es nicht rechtzeitig. Du musst sie zerstören. Noch zwei, Bumblebee. Thank you.
Autobot ist nie alleine. Uns in Sicherheit. Jetzt wollen sie uns wohl nicht mehr nur machen. Was sollen sie versuchen? Auf, Bumblebee! Helikopter im Anflug! Das Virus ist jetzt in ihrem Kommunikationsnetzwerk und wir sind endlich im Vorteil gegenüber den Decepticons.
Wir haben die Übertragungen der Decepticons abgefangen und den nötigen taktischen Vorteil. Mit diesen Daten haben wir Decepticons auf der ganzen Welt entdeckt. Obwohl sich die menschlichen Anführer weigern, die Wahrheit zu sehen, haben wir noch Arbeit. Megatron und seine Truppen sind stark. Reynolds an Optimus Prime. Hier Optimus, was gibt es? Starke Decepticon-Aktivitäten in Detroit. Die Stadt ist ein Kriegsgebiet. Wir planen mit den Behörden eine Evakuierung, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Ratchet? Ja, Optimus. Du musst den Menschen bei ihrer Evakuierung helfen. Ironhide? Hier, Optimus. Finde und vernichte die Decepticon-Bedrohung. Jawohl. Die Menschen wollten diesen Krieg nicht. Wir müssen sie unbedingt schützen. Ist das ein guter oder ein böser? Ich sage, dass die alle böse sind. Ironhide, gut, dass Optimus dich geschickt hat. Schön, hier zu sein, Ratchet. Was gibt's? Megatrons Truppen stürzen die Stadt ins Chaos. Du musst dorthin gehen und alle Decepticons erledigen, die du siehst. Und wohin willst du? Auf die andere Seite der Stadt, mit einem Nestkonvoi. Wir müssen evakuieren. Ich melde mich später nochmal und wir vergleichen unsere Erfolge. Okay, Decepticons, nur nicht so schüchtern. Achte auf deine Ziele, Soldat! Hoppla, war ich das etwa? Ratchet, die Decepticons wollen nicht mit uns spielen. Sei doch netter! Das wird nichts. Nicht diese Autos zerstören! Ich dachte, das war ein Decepticon. War nicht gut für den Ruf der Stadt. Wüsstest, wie viel Spaß das macht. Da stimmt was nicht. Wo sind die Decepticons?
Schatten steht bevor! Ironhide, hier Wheeljack. Denk daran, dass dein Heavy Iron Gewehr sich perfekt eignet, sich einen Weg durch Gedränge zu bahnen. Danke für den Tipp, Wheeljack. Ironhide! Das Auto stand im Halteverbot. Bitteschön. Die Zerstörung muss sofort aufhören. Mein Fehler, Boss. Hab mich abgelegt, denke ich. Ironhide, du wirst für vieles gerade stehen müssen, wenn du zurück bist. Erstmal das hier, alles andere kann warten. Ironhide, was habe ich dir über Kollateralschäden gesagt? Tut mir leid, Optimus. Ist eben passiert. Spar dir das für die Decepticons. Ironhide, wir evakuieren die Second Street. Halt uns dabei jegliche Decepticons vom Hals, in Ordnung? Ich feuer einfach auf sie. Zum Beispiel. Ironhide 1, Decepticon 0. Einen Weg freimachen. Merkt schon niemand. Ironhide, wir müssen nur noch einen Block evakuieren. Gut. Wieder was, das ich hochjagen kann, ohne Sorgen um Kollateralschäden. Ihr kleinen Quälkasten. Das nenne ich guten Einsatz von Munition. Durchlöchern die ganze Stadt, Optimus. Das ist jetzt wirklich nicht meine Schuld. Das klären wir später. Sei einfach vorsichtiger. Ironhide, ihr Ranger, wie ist dein Status? Ich kehre die Straßen von Detroit, ein Decept-Idioten nach dem anderen. Also, Optimus hat... Die Verbindung reißt ab. Wir sprechen nochmal, wenn ich mich um die nächsten gekümmert habe. Denkt wohl, die Größe ist nicht wichtig.
zum Abschießen. Ironhide, ich habe die Evakuierung abgeschlossen, aber es gibt ungewöhnliche Aktivitäten in einer Nahtfabrik. Ich sehe mir das an. Pass auf, Ratchet. Ich habe meine Kanone auf Perforieren gestellt. Decepticons umzingelt. Ich kann sie nicht aufhalten. Mixmaster ist hier. Wiederhole, Mixmaster ist hier. Schnell, Ironhide! Ratchet braucht deine Hilfe! Unterwegs! Decepticon 0. Hilfe gebrauchen, Ironhide. Entspann dein Getriebe. Ich komme. Das muss die Fabrik sein, von der Ratchet gesprochen hat. Das war mal ein guter Schuss. Das nenne ich guten Einsatz von Munition. Du kannst die extra Lüftung doch gebrauchen, oder? Ironhide, sie kommen immer näher, schnell! Halt durch, Ratchet. Ich komme schon. Das war mal ein guter Schuss. Boom, direkt durchs Rechenzentrum.
Also, wo ist dieser alte Nietenhaufen? Ich komme, Ratchet. Es dauert nur einen Moment. Decepticon 0. Ratchet! Lass ihn gehen, Mixmaster! Ich halte auf Iron. Jetzt bist du dran, Decepticon! Ich habe meine Kanone auf Nachschub. Oh, deaktiviere ihn! Das ist nur ein Autobot! Zerstört ihn! Dein Mädling muss die Bullshit erledigen, Karl-Mai! Meine Schilde machen weg, Karl-Mai! Schilde sind zu stark. Setz Heavy Iron bei den Getrieben ein. Das kann er nicht überstanden haben. Er ist ein bisschen stärker, als ich dachte. Ironhide, brauche Unterstützung. Ratchet, alles okay? Ah, gar nicht gut. Schadenslevel ist kritisch. Muss Notfallreparatur vornehmen. Aber die Decepticons sind fast da. Keine Sorge, Ratchet. Ich helfe dir. Da kommen sie. Das nenne ich einen Einsatz von Munition. Das ist schwerer als ich dachte. Als wir noch etwas länger fern. Keine Sorge, Doc. Ist nur eine Zielübung. Meine Funktionen sind wieder online. Jetzt kann ich mich revanchieren. Wurde auch Zeit. Hör zu, Ironhide. Wheeljack hat eine verbesserte Version von Heavy Iron erschaffen.
Damit sollten wir die Schilde von Mixmaster durchbrechen. Ausgezeichnet, aber wie finden wir ihn? Als er dich verspottet hat, habe ich ein kleines radioaktives Isotop in seinen Kühlergrill geschossen. So kann ich ihn verfolgen. Da! Er ist auf dem Schrottplatz. Geh vor, Ironhide. Diesmal decke ich dich. Klingt gut, Ratchet. Halt den Reparaturstrahl bereit. Ironhide 1, Decepticon 0. Ironhide, hier Wheeljack. Deiner neuen Waffe fehlt nur noch der letzte Schliff. Sie wird gerade zu deiner Position geflogen. Wir sehen uns bei der Abwurfzone. Das war mal ein guter Schuss. Weiter feuern! Du musst mehr feuern, Ratchet! Wheeljack, wo bleibt die Lieferung? Ich bin hier leichte Beute. Der Nest-Helikopter ist bald da. Halt einfach durch! Ich muss mich auf dem restlichen Weg um sie kümmern. Wheeljack, die Lieferung ist angekommen. Kehre zur Basis zurück. Zeig sie ihnen, Ironhide. Jetzt kann ich großen Schaden anrichten. Ironhide, ich gebe dir Heavy Iron 2.0. Pass auf, das Ding ist geladen. Feuer frei. Das mache ich doch sowieso schon. Das ist genau die Feuerkraft, die du brauchst, um Mixmaster zu erledigen. Danke, Wheeljack. Das kommt mir sehr gelegen. Nichts zu danken. Okay, Ratchet, ich hab's. Geh wieder zu den Nesttruppen und evakuiere die restlichen Zivilisten. Ich schätze, das wird eine Riesensauerei. So wie du schießt, da erwarte ich nichts anderes. Viel Glück. Okay, Mixmaster, deine Zeit ist um. Ein paar Kratzer, aber ich bin okay. Laut unserer Scans haben wir Ihre Zentrale erreicht. Seid wachsam. Mixmaster muss zerstört werden. Dann bin ich der richtige Autobot für den Job. Er muss das Isotop entfernt haben. Er kann nicht weit sein. Denkt dran, Mixmaster Schilde sind für Hentaren angreifbar. Wenn sie zerstört sind, kann er sich nicht mehr gegen unsere normalen Waffen wehren. Gut, Zeit, den Kerl leiden zu lassen. Thank you.
glotzt mich nie mehr von der Seite an. No! Aufpassen! Mixmaster ist in der Nähe. Wie nah? Da, da! Wie wollt ihr mich schützen? Ihr habt es noch nie geschafft. Zum Beispiel habe ich das hier. Für Ratchet. Und das ist für mich. Optimus, Mixmaster ist ausgeschaltet. Optimus, hier Major Reynolds. Autobot-Kennzeichnung Mirage ist online. Verbindung ist sicher. Optimus, fortfahren. Mirage! Unsere Scans der Decepticon-Kommunikation zeigen verdächtige Aktivitäten. Sideswipe hat das Gebiet überwacht, bis der Kontakt vor 4 Erdenstunden abbrach. Das war seine letzte Übertragung. Optimus, ich habe eine Decepticon-Basis entdeckt. Sieht wie eine riesige Abschussrampe aus. Ich bleibe hier, aber die Patrouillen sind stark und ich werde früher oder später entdeckt. Schick Verstärkung, schnell! Mirage! Sideswipe hat vor 23 Erdenstunden bei deiner Position Decepticon-Aktivitäten untersucht. Aber heute Morgen brach der Kontakt ab. Du wirst dich mit Bumblebee treffen und dann Sideswipe finden und retten. Major Reynolds und sein Nest-Team stehen bei Bedarf zur Verfügung. Das wird nicht nötig sein. Viel Glück, Mirage. Optimus, Ende. Okay, Mirage. Jetzt gibt es nur uns beide. Nein, Mensch. Nur mich. Diese Straßen hat seit langem niemand benutzt, also bezweifle ich, dass sie gut in Schuss sind. Könnte für einen Sportwagen etwas holprig werden. Ich schaffe das, Mensch.
Mirage, Flugzeug nähert sich. Der Geschwindigkeit nach ist es feindlich und stinksauer. Starscream. Unwichtig. Wie viel Zeit habe ich? 90 Sekunden. Meine Karte zeigt einen Tunnel in ein paar Meilen. Eine gute Deckung, wenn du ihn rechtzeitig erreichst. Da. Noch ein Auto. Ich bin doch endlich erträglich. Das war ein bisschen knapp, meinst du nicht? Die Straßen sind furchtbar. Negativ, Mensch. Ich komme zurecht. Sicher? Von hier sieht es so aus, als würdest du gegrillt. Mirage. Ich bin hier, Mensch. Nur etwas zerkratzt. Der Kontaktabbruch hat uns große Sorgen gemacht. Stimmt was nicht? Ich habe schwere innere Schäden. Bis die repariert sind, muss ich im Robotermodus bleiben. Das heißt, du kannst deine Tarnwaffen nicht einsetzen. Ich benutze meine Armklingen. So oder so, komm in die Gänge. Wir haben viel Zeit verloren und du musst noch Bumblebee treffen.
Mirage, da du nicht an deine Waffen kommst, ist ein Nachschubpaket unterwegs. Und der Inhalt? Waffen, Energon, was Wheeljack eben zum Mittagessen eingepackt hat. Halt einfach nach einem meiner Hubschrauber Ausschau. Sieht übel aus. Verhüllung einsetzen und vorbeischleichen. Mensch, Reynolds. Ich glaube, ich habe einen Eingang zum Tempel gefunden. Übertrage Bild. Ich sehe ihn. Aber ich wette, du musst ein Decepticon davon überzeugen, dich reinzulassen. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich habe den Verantwortlichen gefunden. Er hat sicher den Zugangscode. Markiere und erledige ihn. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiter. Dann hatte nur einen Teil der Zugangscodes. Es muss noch irgendwo einer sein, der den Rest des Codes hat. Such ihn. Ich habe den zweiten Kommandanten gefunden. Mal sehen, was er hat. Nicht so ungeduldig. Ich habe die Zugangscode. Gut, und jetzt durch diese Tür. Sind voller uralter Decepticon-Hieroglyphen. Decepticons? Ich dachte, das wäre ein Maya-Tempel. Dann haben deine Maya ihren Tempel auf einem Decepticon-Gebäude errichtet. Wir kannten diesen Planeten schon lange vor den ersten Menschen. Sensoren sind stark genug, um meine Verhüllung zu durchdringen, wenn er zu nahe kommt. Vorsicht, Mirage!
Mirage, der Nest-Helikopter kommt endlich. Geh zu ihm und hol dir Nachschub und Waffen ab. Ich sehe ihn. Die Decepticons sehen ihn auch. Als Militärtransporter, Mensch! Deine menschlichen Freunde haben wohl Schwierigkeiten. Soll ich helfen? Ja, Mirage. Ich habe deinen Hubschrauber gefunden. Oder was davon übrig ist. Trotzdem sollten wir uns das ansehen. Die Vorräte sollten den Absturz überstanden haben. Besser. Meine Waffen sind verbessert und ich kann wieder meine anderen Formen annehmen. Gern geschehen. Und jetzt beweg dich. Nicht so überrascht. Das kommt von der Angeberei. Schön, dass du doch einen Sinn für das Offensichtliche hast.
Du willst diese Felsen sprengen? Nur zu. Dort hast du Sideswipes Signal aufgefangen, oder? Wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden. Du hättest schneller sein müssen. Genau wie ich es gelernt habe. Für ein Weichling. Du endlich nach Hause zu sein. Du wurdest also gefangen, was? Ich bin auf etwas Großes gestoßen. Diese Ruinen wurden wohl auf einem alten cybertronischen Raumhafen gebaut. Der Countdown läuft bereits. Das erklärt auch, was mit der Pyramide passiert ist. Hast du das mitbekommen, Mensch Reynolds? Ja, klingt, als müssten wir einen Start stoppen. Wir haben Gesellschaft! Nimm einfach was. Ganz ruhig. Ich habe Verstärkung geschickt, als sie euch unter Beschuss genommen haben. Unser Geschäft ist beendet. Hello.
geben sollen. Meine Plumpheit war dein Untergang. Sind beinahe über dir. In Deckung. Sie sind hier. Ich gebe Deckung. Scharfschützen, bin unterwegs. Deine Plumpheit war dein Untergang. Sauber, präzise. Ein schändliches Ende. Du hättest schneller sein müssen. Unser Geschäft ist beendet. Scharfschützen, bin unterwegs.
Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wenn der Kopf geht, folgt der Körper. Scharfschützen, bin unterwegs. Du hättest schneller sein müssen. Gut, du rückst vor. Ich gebe dir Deckung. Muss ich alles selbst machen, wenn es ordentlich sein soll. Starscream, endlich sehen wir uns wieder. Du hättest auf der Brücke aufgeben sollen, Autobot. Mal sehen, ob der Rest von euch die Sache zu Ende bringen kann. Wir haben sie gehört. Scheint, als wären wir gerade rechtzeitig. Zu wenig, zu spät, Autobots. Ihr habt mir nur mehr Ziele verschafft. Ich habe euch auf meinen vollen Zaun gefasst. Auf, Decepticons! So erledigt man einen Autobot.
Optimus, die Decepticons haben ein Schiff von dem Maya-Tempel gestartet. Wir haben Sichtkontakt. Verfolgung läuft. Ratchet, was ist das Ziel des Schiffs? Laut Flugbahn und Geschwindigkeit muss es außerhalb der Atmosphäre sein. Moment, ich orte eine Anomalie. Soundwave, ausklinken! Alle Satellitenströme unterbrechen! Die Autobots haben deine Satellitenübertragungen abgehört, Soundwave. Sie wissen zu viel. Wir müssen schnell handeln. Begib dich zu diesen Koordinaten. Ich habe eine Insel entdeckt, die einst ein sicheres Datenarchiv von Sektor 7 war. Die Informationen dort könnten unsere Mondoperation und die Existenz unseres Verbündeten in Kryostasis gefährden. Finde diese Anlage und zerstöre sie! Sammle Informationen, während du dich dem Inselstützpunkt näherst. Ich will diese Infos zur Mondlandung. Wie ihr Befehl. Megatron, ich habe ein menschliches Kommunikationsgerät entdeckt. Scanne es. Ich will alles wissen. Journal 1616. Wir haben heute tief in den Berg hineingegraben. Die Kammer, die wir für den Supercomputer bauen. Auf Firewall gestoßen. Datentransfer abgebrochen. Der richtige Einsatz von Feuer. Widerstand durch die Autobots gestoßen und habe ihn eliminiert. Optimus war fleißig. Egal. Zerstöre alles, was dir begegnet. Effizienter Einsatz von Feuerwaffen. Waffe bereit zum Feuern! Primitive menschliche Technologie. Diese Zäune setzen modifizierte Oberwellenfrequenzen ein, um eine stabile Barriere zu bilden. Ich kann die Frequenz mit Ultraschall ändern, dann zerstören sie sich selbst. Soundwave, Feinde nähern sich. Meine Genauigkeit liegt bei 100%. Oh.
2. Diese Anlage wird von außen uneinnehmbar sein. Eine Person im Inneren müsste die Tür aus der Steuerzentrale... Auf Firewall gestoßen. Datentransfer abgebrochen. Terminierungsbefehl ausgeführt. Mein Projektil hat das Ziel fehlerfrei erreicht. Effizienter Einsatz von Feuerwaffen. Genauigkeit bei 100%. Journal 630. Ich habe alle Daten zur Mondlandung von Sektor 7 und alle Verweise auf EV2 tief in die Anlage.
Kontrollraum ist eingerichtet. Nur Personal mit entsprechend. Der richtige Einsatz von Feuerwaffen. Der Autobot hatte 0% Siegeschance. Ergebnis der Explosion als akzeptabel eingestuft. Terminierungsmethode effizient. Effizienter Einsatz von Feuerwaffen. Diese Nestanlage ist voller Menschen und Autobots. Ich kann sie nicht direkt betreten. Laserbeak ausklinken. Laserbeak, betritt die Anlage. Wir müssen unsere Mission abschließen. Thank you.
dieser Weg. Du wirst merken, dass deine Waffen gegen große Autobots weniger effektiv sind. Finde leuchtende Hologramme innerhalb der Basis und nimm ihre Form an. Während die neue Form dich verbirgt, kannst du mehrere Gegner anvisieren und betäuben. Visiere deinen Gegner jetzt an und betäube ihn. Hilfe wäre es einfacher. Das ist wahr. Dein Humor ist unangebracht. Laserbeak, meine Sensoren besagen, dass du eine Anlage betreten hast, die an die Sektor 7 Durchgänge angeschlossen ist. Ihre Sicherheitsprotokolle werden den Datenstrom nicht mehr behindern. Scanne alles. Journal 545. Wegen der seismischen Aktivitäten in letzter Zeit wird es immer schwieriger, an der MacTech zu arbeiten. Diese Vulkanstabilisatoren müssen besser überwacht werden. Journal 420. Habe heute in der Steuerzentrale an einem der Vulkanstabilisatoren gearbeitet. Ein kluger Schachzug, die Steuerung in den ersten Stock zu legen. Die Verwendung der starken Hitze des Vulkans wird beim Erstellen der benötigten Legierungen viel Zeit und Energie sparen. Aber wenn diese Computer sich böse verschlucken, schwimmen wir alle in Lava. Laserbeak, du hast die Vulkanstabilisatoren gefunden. Finde einen Weg, die Oberwellen zu verändern, damit ich ihn zerstören kann. Generator 5 bei 110%. Generator 4.
Waffen Feuer bereit! Journal 451. Basierend auf meiner Analyse der vulkanischen Aktivitäten hier, würde sich die Magmakammer zügig bis zum Ausbruch füllen, wenn nur drei der Stabilisatoren offline gehen würden. Alles würde vernichtet werden. Hoffen wir, dass das nie passiert. Mit den Autobots verbündet, um MagTech-Waffen zu bauen. Ihre Technologie ist überwältigend. Unsere Kanonen mit ihren Neuerungen zu verbinden, wird sich als äußerst wertvoll für das Militär herausstellen. Zum Feuer! Journal 146.
Obwohl es toll ist, mit den Autobots verbündet zu sein, bin ich etwas nervös, dass sie hier sind. Es kommt mir falsch vor, die Daten über die Mondlandung vor ihnen geheim zu halten. Aber wir müssen die Befehle befolgen. Schaff mir Zugang. Deine Mission ist beendet, Laserbeak. Ich werde in die Basis eindringen und beenden, was Megatron vorbereitet hat. Befehl ausgeführt. Das war die optimale Terminierungsmethode. An einen sicheren Punkt zurückziehen. Siegeschance. Ich muss diesen Vulkanstabilisator zerstören. Einen Ultraschall einsetzen, um die äußere Hülle des Vulkanstabilisators zu zerstören. Achtung! Vulkanstabilisator in Sektor A offline. Tektonischer Belastungsausgleich wird auf die verbleibenden Stabilisatoren verteilt. Systembelastung annehmbar. Start. Gerade ihn. Sie haben ihn. Da geht irgendwas Großes vor sich. Nicht auf diesem Fels.
letzte Worte. Meine Genauigkeit liegt bei 100%. Maschinen scheinen entscheidend für die Herstellung von MechTech zu sein. Der Vulkanausbruch wird ihre Fortschritte vernichten. Diese Laser sind stark genug, um durch meine Hülle zu brennen. Stark genug, um durch meine Hülle zu brennen. Das reicht nicht, Commander. Das ist nicht irgendein Decepticon. Laserbeak, orte meinen Standort und schalte das Sicherheitsnetz aus. Schnell! Soundwave, es gibt kein Entkommen. Ergib dich! Eure Anlage wird unter dem Gewicht des sie umgebenden Bergs zerquetscht. Meine Genauigkeit liegt bei 100%. Widerstand zerstört.
Diese Kühlflüssigkeit ist stark genug, um meine Schaltkreise einzufrieren. Ich muss den Strom aufhalten. Diese Kühlflüssigkeit ist stark genug, um meine Schaltkreise einzufrieren. Ich muss den Strom aufhalten. Überlastung ist erreicht. Systembelastung hat die normale Funktionskapazität überschritten. Vulkanausbruch droht. Wir haben 2 Minuten, um den Sicherheitsabstand zu erreichen. Der Autobahn hat eine 0% Siegeschance. Ich habe die Daten über die Mondlandung und EV2 gefunden, die die Menschen versteckt haben. Soundwave, die Übertragung! Was ist los? Handlung erforderlich. Übertragung wird in Kürze fortgesetzt. Thank you.
und Anlage zerstört. Gut gemacht, Soundwave! Starscream! Ja, noch Megatron! Soundwave hat die meisten der MechTech-Waffen aus Wheeljacks Labor zerstört. Aber einige befinden sich auf dem Weg zu den Menschenarmeen im Mittleren Osten. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Insekten mit solcher Technologie bewaffnet sind. Verstanden. Ich nehme die Verfolgung auf. Vernichte diesen Konvoi! Es dürfen keine Spuren der MechTech zurückbleiben! Ich werde euch nicht enttäuschen, noch Megatron! Laut Soundwaves Übertragung sollte Stratos 4 aus einer in diesen Bergen verborgenen Nestanlage starten. Was? Eine Falle? Nein! Decepticons geortet! Achtung! Decepticons geortet! Egal! Ich werde sie alle vernichten! Reed, es ist Starscream! Wir kommen klar! Lagert ihn fest! Mit Starscream hast du keine Chance! MechTech-Startbereit. Wenn du die Reste haben willst, musst du mich jetzt fangen. Ich muss dafür sorgen, dass diese Lieferung mich ankommt. Folge mir, Starscream, dann begrabe ich dich in diesen Bergen. Ich folge. Du folgst mit Kontakt, Starscream. Rede nur weiter, Autobot.
starten. Wir haben Gesellschaft. Keine dummen Sprüche mehr, Air-Raid. Das ist Starscream. Brenner zünden! Abheben! Optimus, hier Stratosphere. Ich habe die MacTech und bin unterwegs. Kommando, hier spricht Stratosphere. Starscream nähert sich mir von hinten. Überlass mir die MacTech, Stratosphere! Du weißt, dass ich das nicht tun werde, Starscream. Wie du willst! Stratosphere, hier spricht Optimus. Wir dürfen nicht zulassen, dass die MacTech Starscream in die Hände fällt. Weiche aus! Geleitjäger, Feuer frei! Feuer frei, Jungs! Sonderlieferung! Ich habe einen Verfolger! Was für Amateure! Lächerlich! Halt mich auf! Dein Geleit hatte keine Chance gegen mich. Ich werde gerade erst warm. Wie schmeckt dir das, Starscream? Mit dieser alten Kanone willst du auf mich schießen. Ich werde diese Geschütze irgendwie ausschalten. Bin in Position. Schaff sie mir vom Eis. Treibstoffleitung getroffen. Verschaff mir Zeit. Er ist hinter mir. Feuer eröffnen. Alle Mann an Deck. Ich zeige euch, wie man richtig fliegt.
Gehe einen Schritt weiter. Tarnfähigkeit aktivieren. Oh, meine Transistoren zittern. Starscream, es sind nur du, ich und das Feuerwerk, das ich dir gleich zeige. Ich bin echt beeindruckt. Ich habe selbst ein paar Überraschungen. Ich bin bereit. Den kaufe ich mir. Treffer! Glückstreffer, aber es ist noch nicht vorbei. Ich bin getroffen! Sphere an Basis. Maschinenausfall. Kann die Höhe nicht halten. Ich bin überrascht, dass du danach noch fliegen kannst. Ich werde nicht los. Ich werde verfolgt. Gleich setzt es was. Fallen, Starscream. Beende es! Hier wird es heiß!
Megatron, die letzten Vorbereitungen für das Auftauen Shockwaves haben begonnen. Sehr gut, Soundwave. Obwohl ich mir wegen der Loyalität unserer Verbündeten im menschlichen Weltraumprogramm Sorgen mache, behalte sie gut im Auge. Ja, Lord Megatron. Megatron, ich kehre siegreich zurück. Also, ist es dir tatsächlich gelungen, die MacTech-Lieferung zu vernichten? Viel besser als das. Besser? Stratospheres Lieferung war nur eine von vielen an die Menschen. Ich war so frei und habe ein Stück MacTech zur Untersuchung geborgen. Damit können wir Gegenmaßnahmen entwickeln. Oder diese Technologie gegen die Autobots einsetzen. Starscream! Du Schwachkopf! Die Autobots haben sicherlich ein Ortungssystem in ihre MacTech integriert. Du hast sie direkt zu mir geführt. Aber Megatron... Wenigstens war dein Leben keine völlige Verschwendung. Ich werde es genießen, mein Energon mit deinem aufzuladen. Megatron, nein! Nein! Bitte! Megatron, wir werden angegriffen. Megatron, Autobots geortet. Sie infiltrieren euren Standort. Das sehe ich, Soundwave. Eure Funktionen sind erschöpft. Ihr könnt nicht einmal mehr die Form wechseln. Ich brauche meine Waffen wieder online. Decepticons, Angriff! Ah! Ja! Oh, nein! Ich brauche meine Waffen jetzt! Megatron, eure Primärwaffen sind jetzt online. Endlich! Öffne nun diese Panzertüren! Ich muss diese Brutlinge finden! Greife auf den Hauptcomputer zu! Zu umgehen, die vom Angriff aktiviert wurden. Da kommen sie! Okay.
Panzertüren sind jetzt offen. Megatron, Gebiet instabil. Evakuierung erforderlich. Ach, klar. Megatron, fang! Das wird er mir büßen. Mir verantworten. Ich muss Plutonium aus dem Arsenal der Menschen sammeln. Die Brutlinge können daraus ihre Energie beziehen. Verfluchte Autobots! Autobots sind leichte Beute! Dieses Plutonium ist primitiv, aber es erfüllt seinen Zweck. Megatron, benutzt das Plutonium in eurem Zerstäuber, um die Brutlinge zu nähren. Alle Autobots werden ausgelöscht! Soundwave, such mir einen Ausgang! Sofort! Laut den Scans befindet sich unter euch ein Lüftungsnetzwerk. Interessieren mich nicht. Starscream an die Oberfläche. Bombardiere die Autobots von oben. Ich habe die Autobots in Sichtweite. Du Narr! Ziel auf die Autobots, nicht auf mich. Entschuldigt, mein Lord. Ich auch hinschaue, Autobots! Vielleicht sollte ich die Brutlinge dich verzehren lassen. Noch ein Autobot! Ah!
Können nicht aufgehalten werden. Ich bin schon.
Zeit ist gekommen, Shockwave aus seinem eisigen Grab zu befreien. Bestätigt. Meine Verbindung zur Kryokammer wurde unterbrochen. Ihr werdet den Auftauprozess manuell starten müssen. Standort wird übertragen. Soldat, beschütze diese Tür! Scharfschützen! Feiglinge mit Gewehren! Megatron, die Autobots haben uns umzingelt! Gut, beschäftige sie! Ich habe wichtigere Dinge zu tun! Unterwerft euch! Oder ihr werdet zerstört! Autobots werden dein Schicksal teilen. Feigling braucht Sprengstoff. Oh, nein. Waffe bereit zum Feuer. Megatrons Zorn ist unabwendbar! Selbstverständlich! Soundwave, zeigt mir den Weg zur Kryokammer. Sende Koordinaten. Ihr müsst durch die Tunnel in der Nähe des Trockendocks. Die Autobots brechen durch! Dann treibt sie zurück. Kein Rückzug. Geht da raus und kämpft, ihr Feiglinge. Zerstört sie. Decepticons, schaltet die Raketenwerfer aus. Alle Autobots werden ausgelöscht! Zerstört die Schützen an den Maschinengewehren oben! Autobots! Autobots!
daneben auf der Rechnung. Megatron, um es durch die Tunnel zu schaffen, braucht ihr eine funktionierende Fahrzeugform. So, diese Form ist für meine Zwecke richtig. Megatron, einige menschliche Fahrzeuge nähern sich eurer Position. Ich zeige den Menschen, dass es dumm ist, mich zu verfolgen. Verwerft euch, oder ihr werdet zerstört.
sofort neutralisieren. Hoffentlich ist sie nicht zu kurz und auf keinen Fall schmerzlos. Warpath, du wirst dir noch wünschen, dass es schmerzlos wäre. Erbärmlich! Nicht mal an deinem besten Tag wärst du mir gewachsen! Megatron, Autobots nähern sich! Schlage Wechsel in die Kryokammer vor! Das Kryosystem muss abgeschaltet werden. Keine Waffen in der Nähe abfeuern. Jede Störung des Systems kann zum Einfrieren führen. Shockwave befindet sich in einer Kammer direkt unter euch. Die Tanks liefern die Kühlflüssigkeit. Diese Technologie kenne ich nur zu gut. Die Amerikaner haben mich auf ähnliche Art eingefroren. Wirklich ironisch, dass Shockwave dasselbe Schicksal durch die Russen erlitt. Temperatur ist abgelaufen.
Rapida! Megatron, nehmt euch vor dem Kryodampf in Acht. Meine Schaltkreise frieren ein. Megatron, evakuieren. Schicksal teilen. Schicksal erwartet alle meine Feinde! Temperatur sackt rapide ab. Jetzt siehst du, was ich von eurer Freiheit halte. Meine Schaltkreise frieren ein. Megatron, evakuieren. Um die letzte Tau-Sequenz zu aktivieren.
Megatron, du bist nicht gerade leicht zu finden. Ich hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Was immer du vorhast, hier endet es. Sofort. Megatron, eure Waffen können Optimus Primes Schilde nicht durchdringen. Findet eine andere Möglichkeit. Verwendet werden, um Optimus Primes Schilde zu schwächen. Du wirst mich nie besiegen, Optimus. Deine Tricks retten dich nicht. Von meiner Fusionskanone hält. Ich könnte den Spark in dir sofort ersticken, Optimus. Doch so leid es mir auch tut, ich habe Wichtigeres zu tun. Leb wohl. Bis jetzt. Ratchet, hast du Optimus gesehen? Nicht, seit er hinter Megatron her ist. Bis zum nächsten Mal, Autobots.
Ratchet! Megatrons Plan! Es ist Shockwave! Er erwacht aus der Kryostasis! Shockwave? Der Decepticon-Attentäter? Einen härteren gibt es nicht. Aber was macht er hier? Ich habe deine Position ermittelt, Optimus. Ich schicke ein Team. Ratchet, warte. Gegen seine Panzerung kann ich nicht viel tun, wenn er sich befreit. Kann ich den Tauprozess irgendwie aufhalten? Ich scanne. Ja, da ist ein Notsystem, das ihn gefroren halten sollte. Jedenfalls so lange, bis Verstärkung eintrifft. Ich aktiviere es. Hilfstanks 1 und 2 sind aktiviert. Tanks 3 und 4 sind online. Träum was Schönes. Es ist zu spät. Shockwave wurde reaktiviert. Jetzt wird es hart. Wenn er wirklich so hart ist, wie du sagst, brauchst du ihn. Ich bin für alle Vorschläge offen. Hat die Bora-Bestie voll aktiviert. So leicht erwischt du mich nicht. Yeah.
aber eben nur fast. Nimm das! Verstärkung ist zu dir unterwegs. Perfektes Timing. Optimus, schön euch zu sehen, Autobots. In eine Stasiszelle mit ihm, schnell! Der ganze Raum taut auf. Ist das so eine Art Riesenwurm? Ja, Felix. Willst du noch mehr? Gebt ihm die volle Ladung und dann raus da!
Jetpack ist online. Du bist erledigt, Shockwave. Was ist passiert? Alles okay? Ich bin okay, Ratchet. Shockwave hat sich zurückgezogen. Wir haben gesiegt. Aber Megatron ist immer noch frei. Wir werden nicht ruhen, bis alle Decepticons ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden. Es tut gut, dich vollständig reaktiviert zu sehen. Und gerade rechtzeitig. Reise zu dieser verlassenen Kernkraftanlage in Tschernobyl und besorge dieses Objekt. Optimus glaubt vielleicht, er hätte meine Pläne durchkreuzt. Aber das ist weit gefehlt. Operation Säule kann nicht aufgehalten werden. Bald werden die Erde und ihre Ressourcen mir gehören und Cybertron wird neu geboren werden.